So, wir sind jetzt auf dem Stand von Rhön-Camp und mit uns ist der Max. Max ist Juniorchef sozusagen. Wir schauen uns jetzt den Spirit an, wie man unschwer erkennen kann, Mercedes-Chassis. Max, erzähl mal, was macht das Fahrzeug besonders? Ja, hi, servus, ich bin der Max. Ich stelle euch heute das Auto mal kurz vor, wie schon gerade eben angekündigt. Ja, wir sind eine kleine deutsche Manufaktur, also klein auch nicht mehr ganz. Es sind mittlerweile auch 60 Mann bei uns, die da arbeiten und die Fahrzeuge eben bauen. Ist ganz spannend, nagelneue Produktionshalle. Und ja, das neueste Produkt ist eben der Spirit, den wir jetzt hier vorstellen. Ja, dazu zu sagen, Mercedes-Chassis, 190 PS, in dem Fall jetzt ein Heckantrieb, wäre auch als Allrad verfügbar, wenn man das denn gerne möchte. Startet so bei 105.000 Euro, ist der Grundpreis. Ja, dazu zu sagen gibt es an sich, wir haben jetzt hier, was bei uns serienmäßig ist, ist der Panamericana Grill bei uns. Ja, hat halt auf jeden Fall eine sehr schicke Optik, haben hier auch unser Logo ganz fein eingebracht, sieht man dann nochmal. Und hier vorne natürlich auch an der Front nochmal eine Applikation dran, dass es eben ein bisschen sportlicher ausschaut, sich von dem Standard etwas abhebt. Wenn wir hier weitergehen, haben wir dann ein paar schöne bronzenfarbene Felgen drauf, von Borbe dann eben in 18 Zoll. Ja, bringt ein bisschen mehr Fahrkomfort, sieht natürlich optisch auch um einiges hübscher aus. Und ansonsten ist von außen noch ja, zu sagen, was ganz interessant ist, dass wir die originale Mercedes-Verglasung rundherum haben. Also nicht wie normal mit zum Beispiel ein paar Dometic-Fenstern, wie es bei den anderen Modellen ist, sondern die originale Mercedes-Verglasung. Dann sieht es eben alles ein bisschen cleaner aus. Haben dann da die Schiebefenster eben, durch die ich dann natürlich auch die Frischluft kriege, die ich dann auch brauche. Und wenn wir hier einmal rundherum gehen und gehen mal kurz nach hinten. Mal eine kleine Zwischenfrage dazwischen. Hm. Wo findet man euch? Wo in Deutschland? Also wir sind mitten in der schönen Rhön, daher der Name Rhön-Camp. Direkt an der A7 zwischen Fulda und Würzburg ist so die grobe Richtung. Also ein kleiner Ort ist es, nur Schildeck heißt er. Da ist das Größte an dem Ort ist wahrscheinlich das Industriegebiet, in dem wir auch angesiedelt sind. Okay. Ja, schöne ländliche Gegend. Von daher, bei uns gibt es auch nochmal Schnee. Wir haben auch Berge, deswegen wissen wir so grob, wie die Fahrzeuge funktionieren müssen. Okay. Und ja, da bauen wir die eben alles 100% made in Germany. Wir haben eine eigene Schreinerei dann eben dabei auf 2000 Quadratmetern. Und die anderen 2000 Quadratmeter von der Halle sind eben der Fahrzeugbau. Und Entwicklung und Konstruktion sitzt da eben auch mit drin. Also alles direkt aus einer Hand, aus einer Fertigung. Aber schon wahrscheinlich ein paar Jahre auf dem Markt, oder? Wenn ihr schon 60 Mann seid? Oder genau, ja. Also das hat sich dann relativ schnell ergeben oder es ist schnell gewachsen. Also an sich die Firma Volkland oder die Familie Volkland, die steht da schon länger dahinter. Also mein Vater hat über 30 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Unsere Firma gibt es seit 2009. Die Marke Rhön-Camp an sich ist noch relativ jung. Die haben wir eben erst 2019 gegründet. Wir wollten das eben entkoppelt haben, weil wir auch noch als Familie Volkland in ein paar anderen Bereichen tätig sind. Und ja, Rhön-Camp ist dann noch relativ jung, eben erst 4 Jahre alt. Haben dann, wo wir dann in die neue Halle gezogen sind, in die neue Fertigung, mit 11 Mann da angefangen und sind mittlerweile relativ rasant in den 4 Jahren auf die 60 Mann eben gewachsen. Aber das liegt auch daran, weil wir im Jahr so um die 500 Fahrzeuge tatsächlich bauen. Oh, wow. Also da ist schon ordentlich Stückzahl da. Ja. Sind nicht nur unsere eigenen Fahrzeuge, wir bauen auch für andere Hersteller oder arbeiten denen eben zu, aber da redet man nicht weiter drüber. Auf jeden Fall passiert gut was. Genau. Ja, dann hier im Heck. Das gibt es hier zu sehen. Also klappen das einmal hier so rum. Wir haben eine große Heckgarage. Hier ist es jetzt so, dass auf der Seite ist das Elektropaket eben drin. Da vorne sitzt dann die Heizung und oben drüber haben wir dann nochmal einen Schubkasten. Hier sieht man jetzt auch gleich noch die Toilette, die kann man dann nach vorne rausnehmen. Und hier auf der rechten Seite, was ziemlich zu ist, hier befindet sich dann der Wassertank dahinter. Und hier haben wir einfach nur einen Staukasten, wo dann nochmal ein bisschen Platz ist, zum Beispiel hier für die Brause von der Außendusche, die immer serienmäßig dabei ist. Oder man kann dann auch das Anschlusskabel vom Strom dann eben reinlegen. Ja, genau, das ist soweit dazu. Hier hat man natürlich auch noch genug Staufläche. Hier haben wir so ungefähr 75 cm Höhe. Da geht dann auch ganz gut was rein. Und was man hier auch ganz gut sieht, sind die Matratzen. Die sind relativ dick. Also man sieht es jetzt, wenn man es mit meiner Hand vergleicht. Da ist das Besondere, wir haben ein Tellersystem, was direkt in die Matratze eingearbeitet ist. Das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, aber hier, ich kann das mal so grob greifen. Man kann es erkennen, ja. Genau, da sind dann eben die Tellerfedern schon direkt eingearbeitet. Hab dann halt eine schwerere Matratze, klar. Aber der Vorteil ist eben, dadurch, dass wir die Tellerfedern nicht auf dem Rost quasi drauf haben, haben wir das Thema, ich komme viel leichter an meine Revisionsöffnung dran, vom Wassertank zum Beispiel, wenn ich den mal reinigen oder inspizieren will.
Und ich habe auch den Vorteil, wenn ich die mal draußen habe, will man das Auto komplett reinigen, ich krieg's halt besser sauber und ich habe halt nicht das Problem, wenn ich über die Tellerfedern krabbel, ist halt doch ganz unangenehm und es kann halt auch mal was kaputt gehen dabei. Ja, es ist halt einfach ein bisschen pflegeleichter am Ende. Alles klar. Ja, kann man jetzt im Video schlecht darstellen, das muss man, glaube ich, fühlen, am Ende ja, auch, wie es sich drauf liegt. Da hinten sind noch 230 Volt Steckdosen, oder? Genau, also einmal 230 Volt haben wir hier noch und dann nochmal 12 Volt, so eine Power-Steckdose für eine Kühlbox zum Beispiel. Ja. Jetzt hast du hier den Frischwassertank angesprochen, wie viel Liter passt der? Da haben wir 105 Liter Frischwasser. Und Abwasser dann? Haben wir 80. 80? Ja, okay. Genau. Dann so, den Außenduschenanschluss habe ich gerade schon eben kurz gezeigt. Genau. Hier sieht man noch die Verbreiterung fürs Bett. Das sehen wir uns dann gleich innen an. Frage ich mich aber, die Toilette, das ist ja so eine Port-a-Potty oder vielleicht auch ein anderer Hersteller. Genau, ja. Aber eigentlich würde da ja eine richtige Nasszelle und eine richtige Toilette reinpassen jetzt. Das ist ja, welche Länge hat das Fahrzeug nochmal? 5,93 Meter ist der. Ja. Also 6 Meter, knapp 6 Meter Fahrzeug, würde ja theoretisch eins reinpassen. Genau, ja. Und wir haben uns halt entschieden, das mal ausnahmsweise nicht zu machen. Also wir haben auch einen Grundriss, das ist dann unser Forst, der hier nebenan steht. Der hat halt den, sag ich jetzt mal, klassischen Grundriss mit einer Nasszelle, vorne mit einer Sitzgruppe, hinten einen Querschläfer und die Küche. Und wir haben uns hier bewusst dafür entschieden, das mal ein bisschen anders zu machen. Haben hier ein Längsbett, was man ausziehen kann. Und es ist für die großen Jungs und Mädels richtig praktisch, weil wir da 2,20 Meter Liegelänge haben. Ah, okay. Also ich glaube, ein viel größeres Bett gibt es sonst nirgends und wir haben halt auch die Fahrzeugbreite dann dementsprechend und haben halt mal gesagt, wir machen mal ein bisschen einen unkonventionellen Grundriss. Deswegen haben wir das Bett hinten, davor dann die Sitzgruppe und ganz davor die Küche und eben bewusst keine Nasszelle, weil es auch viel Bedarf daran gibt, eben mal keine Nasszelle zu haben. Wenn man sagt, okay, ich fahre halt nur auf den Campingplatz und ich will nur schön drin schlafen und schön sitzen, weil ich da die Sanitäranlagen benutze, dafür ist es genau richtig. Dann schauen wir uns das jetzt mal an, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Also man muss auch sagen, das Fahrzeug ist für zwei Personen konzipiert, ne? Genau, richtig. Das ist jetzt nicht für so eine Familie, sondern... Nee, ja, genau. Also wir haben auch da gar nicht die Möglichkeit, noch einen dritten Sitzplatz reinzubringen. Das sieht man auch schon, dass hier gar keine Möglichkeit mehr besteht. Wir haben hier die Küche. Auch besonders, das Fahrzeug ist gasfrei, komplett. Also immer serienmäßig mit Induktionskochfeld, großen Lithiumbatterien und einem ordentlichen Wechselrichter, dass das natürlich auch alles funktioniert. Haben dann hier das Ganze eben in einem schönen dunklen Grau und einem Walnussdekor gehalten, haben dann hier eine schöne ordentliche Armatur, kann ich dann auch hier rausnehmen, hab dann hier drunter mein Spülbecken, ja, und halt eine Abdeckplatte oben drauf, damit ich meine Arbeitsfläche natürlich erweitern kann, wenn ich jetzt mal koche und will hier nochmal was draufstellen. Und ja, du hast sie jetzt schon auf der Sitzbank gemütlich gemacht. Ja. Da haben wir eben die Couch da zwischendrin. Ich gehe mal darüber, dann sieht man das besser. Ja, genau. Da du darfst dich ja gerne mal hinsetzen, dass die Leute so ein bisschen eine Referenz haben, jupp, wie das aussieht. So, ich quetsche mich mal hier rein. So. Genau, also hier haben wir dann eben einen kleinen Tisch, haben dann hier eben einmal den Sitz, drüben den anderen, der ist dann hier eingehängt. Den kann ich dann aber auch genauso jederzeit rausnehmen. Moment, zack, zack. Dann kann ich den rausnehmen und würde den mal kurz hier so beiseite. Da haben wir dann hier unten eben die Toilette drinnen, hier jetzt in dem Fall ein Port-a-Potty, kann natürlich auch eine Trenntoilette rein, das ist gar kein Problem. Die kann ich mir dann rausnehmen, da geht es hier eigentlich nur darum, dass sie erstmal verstaut ist, während ich unterwegs bin. Und dann, wenn ich irgendwo stehe, dann kann ich mir die rausnehmen und habe hier die Möglichkeit, wenn ich hier das aufmache, dass ich nochmal nach hinten eben einen Durchgriff dann habe. Und wir haben hier, das ist ganz cool, das mache ich nochmal auf, haben wir hier einen Schubkasten drin, den kann ich dann rausfahren und haben hier vorne eine niedrige Wand und hinten eben eine hohe und dann kann ich da auch nochmal was reinlegen, kann mir das dann da eben rausholen. Okay, ja, aber ich sehe schon, das ist jetzt nicht für 60 plus gedacht, das ist eher für noch ein bisschen, sag mal, jüngere, agilere. Genau, richtig, ja. Sondern eigentlich so eine Zielgruppe, ja, ne? Genau, ja. Ja, ich zeige nochmal kurz das Bett, dass man das mal sieht. So, den Tisch, ja, klappen wir mal kurz weg. Was mache ich mit dem Tisch, wenn der gerade eingeklappt ist? Gibt es da irgendwie ein Fach, wo der hinkommt? Tatsächlich nicht, nee. Tatsächlich nicht, vielleicht. Nee, den wird man dann einfach irgendwo nach hinten weg verstauen, schätzungsweise. Oder ich kann ihn natürlich dann auch hier lassen, weil das Bett, also jetzt ist gerade schon entriegelt, ja, das ziehe ich dann einfach hier aus und ziehe das dann hier drüber und dann raste das ein. Und dann würde ich halt das zweite Polster nehmen und würde das, ist jetzt falsch rum, und das stecke ich dann hier rein. Und dann habe ich da halt eine riesen Liegefläche. Wir haben seitlich diese Blades, nennen wir die. Da haben wir eben unser Motiv mit den Trapezen wieder reingebracht. Das findet sich bei allen unseren Fahrzeugen irgendwo wieder. Und ich habe halt den Vorteil, durch die Schienen, die da dran sind, wir sehen es jetzt, da ist jetzt ein Haken zum Beispiel drin. Auf der anderen Seite ist noch so ein Ablagefach. Da kann ich mir dann halt modular nochmal ein paar Staumöglichkeiten oder Aufhänger anbringen und kann dann da halt mal, ja,
kann da mal meine Brille reinlegen, kann da mal eine Kappe dranhängen, was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann dafür. Der Cupholder ist auf der Seite zumindest auch integriert, genau, seitlich? Genau, auf der anderen Seite genauso, ja. Oh, okay. Da kann das ist allgemeine Abstellfläche jetzt hier, ja, genau, seitlich. Ja. Welche Maße haben wir hier bei dem Bett? Also wir haben 2,20 Meter und Breite habe ich gerade leider nicht im Kopf, müsste ich nachschauen. Ja, und dann kann man das Bett auch wieder einfahren eigentlich, ne? Genau, richtig. So. Hoch. So. Zack. Und schon ist es wieder aufgeräumt. Ja, genau. Ja, cool. Wenn sich da noch 230 Volt und USB-C plus USB-A Steckdose. Genau, richtig. Ein bisschen. Ich habe hier unten nochmal ein kleines Staufach dann auch drin, wo ich nochmal was reinlegen kann. Mhm. Dann darf ich hier die Stauräume einmal kurz zeigen? Na klar, gerne. Nur mal sehen, wie das ausschaut. Auch alles gegen Herausfallen gesichert. Und es geht hier rundherum. Hier oben auch noch ein kleines Regal. Genau. Ich finde auch, die Lichtinstallation ist gut gelungen, finde ich. Das freut mich, ja. Schönes, ja, da schönes Licht. Halt, das ambiente Licht und natürlich oben das große Licht. Und was jetzt auch neu ist, was wir jetzt reingebracht haben, was eben hier über mir drüber ist. Und auch auf der anderen Seite ist eben so ein Stromschienensystem. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus seiner Küche zu Hause. Da gibt es schon was Ähnliches. Jetzt gibt es das Ganze auch in etwas kleiner und schlichter. Da haben wir halt den Vorteil, ich habe hier meine kleinen Spots. Die kann ich mir eben verschieben, wie ich sie brauche. Habe dann auch zum Beispiel hier in der Mitte eine USB-Stecker dann drinne, kann mir dann auch immer noch von den Teilen welche dazu kaufen und kann mir die dann halt auch einfach ja, modular anpassen, kann sagen, okay, ich will da jetzt 10 USB-Steckdosen, dann kann ich mir noch 10 USB-Steckdosen dann eben reinmachen oder noch verschiedene Spots, wenn ich sage, okay, ich lese hier viel und ich brauche eine Gala-Beleuchtung, dann kann ich mir die halt so anpassen, wie ich das brauche. Das sind halt auch ganz, ganz praktisch, denke ich mal. Das ist auf jeden Fall praktisch. Ja. Oder wenn mal eine kaputt geht oder sowas, kann man easy. Genau, kann ich die einfach austauschen, ja. So, sag mal, hier einmal über der Küche nochmal den Stauraum. Und vielleicht können wir uns den Kühlschrank nochmal anschauen. Genau, ja. Dann Induktionskochfeld von Dometic haben wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich angeschaut. Mit 2 Platten. Dann ein Fenster, das man öffnen kann. Genau, ja. Schiebefenster. Haben hier einen kleinen Vorhang eben davor, dass ich es auch dunkel machen kann hauptsächlich. Und hier unten dann der Kühlschrank. Der hat halt den Vorteil, der hat einen beidseitigen Anschlag. Das heißt, ich kriege ihn linksrum wie rechtsrum auf. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Weißt du gerade, wie viel Fassungsvermögen der hat? Der hat 70 Liter. 70 Liter, okay. Und dann haben wir da hier noch 3 große Schubladen. Genau, ja. Da muss man nicht alle öffnen, nur eine, genau, dass man es einmal gesehen hat. Oben haben wir immer einen Besteckkasten dann auch mit drin. Mhm. Schön aus Holz auch, der ist dann ordentlich haltbar. Schaut schick aus. Genau, und die anderen sind alle genauso groß wie die erste. Ja. Aber halt ohne eine Einlage natürlich, weil ich habe ja noch einmal Besteck dabei. Ja. Hier haben wir auch noch Stauraum, oder? Genau, richtig, ja. Magst du einmal kurz öffnen? Na klar. So. Naja. Ah, geht auch noch mal ein bisschen was rein. Geht ein paar Schuhe zum Beispiel oder so. Oder genau, ein paar Schuhe rein, ne? Ja. Aber ein paar viele. Hier auch noch eine 230 Volt Steckdose, habe ich gerade noch entdeckt. Und ein bisschen richtig. Auch ein Stauraumregal hier. Ja. Für was ist die wohl gedacht, die 230 Volt Steckdose hier außen? Die ist tatsächlich für alles Mögliche hernehmbar. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich draußen mal hinsetze und arbeite zum Beispiel an meinem Laptop oder so, wenn ich mal unterwegs bin, kann ich da halt mein Ladegerät anstecken. Oder wenn ich zum Beispiel noch ein zweites kleines elektrisches Kochfeld mitnehme und will lieber draußen es machen, kann ich das anstecken oder für alles andere auch. Wir haben halt gedacht, wir machen das Fach noch rein, weil sonst wäre es ja natürlich verlorener Raum in der Drittstufe, das ist ja klar. Deswegen ja, nochmal ein Ablagefach und nochmal eine Steckdose, weil man kann nie genug Steckdosen haben. Ich glaube, das kennt jeder irgendwoher. Das stimmt wohl, ja. Okay, cool. Vielleicht können wir uns das Fliegengitter noch anschauen, weil das ist irgendwie auch, das sieht man nicht so oft in dieser Konstruktion. Ja. Oder vielleicht kann man uns deine Socken noch mal kurz anschauen. So, das mal auf. Das mache ich dann hier oben mit einem Druckknopf noch zu und der Rest ist dann eben magnetisch. Ja. So. Wenn sich das ein bisschen aushängt, haben wir gemerkt, geht es dann auch besser. Das war jetzt natürlich schön zusammengefaltet, aber ja, ja. Genau. Ja. So sieht das dann aus. Cooles Fahrzeug. Wie sieht das denn hier gewichtstechnisch aus? Welche fahrbereite Masse haben wir hier? Also wir haben ja das 3,5 Tonnen Chassis und fahrbereiter Zustand liegt mir hier bei dem Fahrzeug bei knapp 3 Tonnen. Also wir haben noch ungefähr 500 Kilo Zuladung, ja. Okay, sehr gut. Okay.
Und wie schaut es preislich aus? Du hast ja den Grundpreis schon genannt am Anfang des Videos. Genau, der Grundpreis liegt bei 105 und so wie er hier steht, sind wir jetzt bei 117. 117. Genau, ja. Da geht ja auch nicht mehr so viel dann. Nee, viel mehr Möglichkeiten sind nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch noch wie bei dem Allradfahrzeug zum Beispiel einen Dachträger oben drauf machen, wenn ich noch Sachen mitnehmen möchte. Eine Markise wäre noch eine Möglichkeit. Da gibt es noch so ein, zwei Punkte, aber viel mehr wird es nicht mehr. Ja. Du hast ja gesagt, das ist ein, sagen wir jetzt mal, 2024er Modell. Mhm. Wie könnt ihr ausliefern? Also wenn ich jetzt heute einen bestellen würde? Dann kriegst du den in einem halben Jahr ungefähr. Also damit müssen wir rechnen. Es kann ein bisschen schneller gehen, aber ein halbes Jahr ist so das Maximum, was wir so sagen. Wir haben zum Glück den Vorteil, wir haben weit im Voraus Chassis eben bestellt. Deswegen haben wir da verfügbare eben bei uns stehen. Und je nachdem, wie es dann halt gerade im Produktionsplan passt, werden die dann eben gefertigt und wie die halt bestellt sind. Von daher maximal ein halbes Jahr Lieferzeit. Also Q1, spätestens Q2 2024 ist es da. Genau, ja. Und Chassis sind alle von Mercedes? Richtig, ja. Also wir sind Aufbauhersteller von Mercedes, werden direkt aus dem Werk beliefert. Mhm. Und haben halt bei dem Sprinter-Chassis, da ja, kommen wir gut mit klar, denken, dass es eine gute Basis auch ist, eine qualitativ hochwertige Basis auch ist. Und ja, haben den Sprinter eben im Angebot, den Mercedes Vito noch. Das sind so die zwei Mercedes-Chassis. Und dann halt natürlich noch den Volkswagen, dabei den T61, der jetzt demnächst ausläuft. Da haben wir auch noch ein paar Modelle verfügbar. Das sind so unsere drei Chassis, auf die wir eben aufbauen. Und eben ausschließlich auf die. Alles klar. Max, dann sage ich vielen Dank für die Führung. Interessantes Fahrzeug auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir auch eine gute Messe und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, danke schön. Macht's gut.